Ich weiß noch, wie ich vor ein paar Jahren auf einem Workshop war und da kam die Frage, was sind Gefühle? Und erst hat mich die Frage stutzig gemacht, weil ich dachte, naja, das ist ja klar, Gefühle sind ja, ja, was sind eigentlich Gefühle? Und das war wirklich eine Frage, die mein Leben massiv verändert hat und enorm zum Positiven beeinflusst hat. Warum, das erfährst du gleich. Doch zunächst zur Frage, ja, was sind Gefühle? Und das finde ich echt spannend, weil wir sind täglich mit Gefühlen konfrontiert, in jeder Art und Weise. Gefühle entscheiden zu einem Großteil darüber, was für ein Leben wir leben. Denn wenn du dich gut fühlst, also wir folgen dem, was sich gut anfühlt, und wir vermeiden das, was sich schlecht anfühlt. Und egal, was da noch unbewusst da ist, was in uns wirkt, was wir vielleicht mal irgendwann gelernt haben, das entscheidet allein darüber, wie wir uns fühlen. Also es könnte sein, dass ich mich gut fühle, viel Geld zu verdienen. Oder dass ich mich gut fühle, schlank zu sein und sportlich und fit. Oder es kann sein, dass ich noch irgendwas in mir habe, dass ich vermeide, Sport zu machen und das Richtige zu essen, was dazu führt, dass ich mich gesundheitlich nicht so gut fühle, obwohl ich das ja eigentlich will. Und dann geraten die ganzen Gefühle durcheinander und es sind verschiedene Gefühle, es entsteht ein großer Mix. Und was zurückbleibt, ist meistens große Verwirrung, eine Verzweiflung. Warum schaffe ich das eigentlich einfach nicht? Egal welches Thema das ist, das auf die Reihe zu kriegen. Es ist, als irgendwas hält mich da zurück. Ich weiß einfach nicht, was es ist. Und all das hängt mit Gefühlen zusammen. Und deswegen die ganz, ganz einfache Antwort auf die Frage, was sind Gefühle, die mein Leben verändert hat, ist, Gefühle sind ein Ausdruck von Energie in diesem Weltmodell, also in dem Weltmodell der Energie. Gefühle sind Ausdruck von Energie. Was bedeutet das? Licht ist auch Ausdruck von Energie. Das heißt, oder dieser Wind, der gerade im Hintergrund ist, ist auch Ausdruck von Energie, den wir über bestimmte Sinneskanäle wahrnehmen. Das heißt, wir nehmen die Energie nicht direkt wahr, sondern nur über unsere Sinneskanäle. Das heißt, übers Fühlen kann ich gerade den Wind fühlen. Ich kann sehen anhand der Blätter, dass sich die Blätter bewegen, dass da irgendwie Wind ist. Ich kann überhaupt was sehen, weil ich das Licht sehe oder weil ich über den visuellen Kanal die Energie in Form von Licht empfange. Und ähnlich ist es mit Gefühlen. Gefühle bewegen sich, also sind eine Energieform in diesem Weltmodell, die durch unseren Körper gehen und wir nehmen das als Gefühle wahr. Eine andere Form, wie wir Energien uns wahrnehmen können, ist über die Gedanken. Das heißt Emotionen, Gefühle oder Informationen, Gedanken. Denn wenn ich mich zum Beispiel gerade verliebt fühle, dann habe ich ganz andere Gedanken. Auch Ausdruck der Energie, also das Verliebtsein ist quasi das Gefühl. Dahinter steht eine Energie, die man als Verliebtsein-Energie bezeichnen kann. Und dann habe ich dazu Verliebtsein-Gedanken. Wenn sich das jetzt ändert, oder wenn ich vorher vielleicht einen schlechten Tag hatte und dann bin ich plötzlich verliebt, ja, dann ändern sich meine Gedanken. Das heißt, mit dem Ausdruck der Energie plötzlich fängt da eine Energie an zu fließen, die vorher nicht da war, denke ich plötzlich andere Gedanken und fühle mich eben anders. Das ist schon mal wahnsinnig spannend. Und das ist für mich dann auch die Erklärung gewesen, warum Menschen sind, wie sie sind. Also da, wo Energie fließt, genau, das ist noch wichtig zu sagen, da, wo Energie fließt, da fühlt es sich gut an. Also da ist der Flow-Zustand, sagt man ja auch. Das ist so wie wenn ein Bach, wenn das Wasser einfach gemächlich fließt und nichts ist im Weg. Dann herrscht da Frieden, auch die Tiere am Flussufer, am Bachufer sind glücklich, weil sie haben was zu trinken, aber es gibt keine Überschwemmung. Wenn jetzt Energie blockiert ist, führt das dazu, dass Stress entsteht, dass Spannung entsteht. Also bei einem Bach wäre es, der würde gestaut und dann baut sich immer mehr Druck auf, unten unterhalb der Blockade oder ja, des Staudamms. Es ist dann so, dass das Wasser oder dass das Flussbett austrocknet. Die Tiere haben dann nichts mehr zu trinken, die Pflanzen haben nichts mehr, kein Wasser mehr, was sie versorgt. Und oberhalb ist es so, da ist einfach zu viel Wasser. Das heißt, die Felder sind überflutet, die Tiere müssen fliehen, weil sie sonst weggespült werden. Und an dem Staudamm selbst ist halt ein riesiger Druck. Das heißt, da ist es auch nicht angenehm, sich direkt am Staudamm aufzuhalten oder der Staudamm zu sein, weil es einfach permanenter Stress ist. Und so ist es in der Natur. Das Gleiche kann man auch aufzählen mit einem Dampfdrucktopf zum Beispiel, wo sich einfach dann der Luftdruck innen aufbaut oder der Druck des Kessels aufbaut. Und da gibt es ja dieses Ventil, dass wenn zu viel Druck da ist, dann fängt es an zu pfeifen und der Druck wird abgelassen. Mit Gefühlen ist es so, in unserem Körper, dass die meisten Menschen gar nicht wissen, dass wir das auch machen können. Sondern es ist so, entweder ich halte irgendwas zurück und bin gestresst und dann
passiert irgendwas, dass ich mich wieder entspanne. Es kann sein, dass sich eine Situation entschärft, dass sich irgendwas klärt oder dass ich durch eine Situation durchgehe. Wenn ich zum Beispiel Höhenangst habe und ich bin wieder sicher unten im Tal, dann entspanne ich mich wieder. Das heißt, es gibt viele Möglichkeiten, sich wieder zu entspannen oder die Energie zum Fließen zu bringen. Nur die meisten Menschen sind sich dessen nicht bewusst. Also sie machen da unbewusst dann schon das Richtige, damit es ihnen wieder besser geht. Was ist ihm nicht bewusst und den allermeisten. Und das führt dazu, dass zum Beispiel, wenn ich eine Angst habe vor etwas, was mir aber eigentlich sehr, sehr gut tun würde, zum Beispiel diese Brücke zu überqueren, weil auf der anderen Seite ganz tolle Sachen sind oder ich will da unbedingt hin, wenn ich auf einer Reise bin, dann kann ich das entweder so machen, dass ich mich eben drüber pushe und einfach durch diese Angst gehe, was oft dann ja körperliche Reaktionen mit sich bringt. Also ich fange an zu schwitzen, ich zitter vielleicht, mir ist übel, mir wird schwindelig, bis hin zu ich übergebe mich, das kann alles passieren. Und irgendwann erreiche ich das Ziel, dann ist die konkrete Situation weg, die das ausgelöst hat, aber die Angst ist eben noch da. Und den Weg, den ich immer gerne gehe, eben auch seit ich diese Methoden kenne, die in dem Weltmodell stehen, ist, dass ich sehe, da ist eine Angst. Okay, das löst Stress aus. Wenn ich das jetzt machen würde, dann mache ich das jetzt nicht. Sondern was ich mache ist, ich bringe diese Energie zum Fließen. Das heißt, da, wo sie blockiert ist, da gibt es dann Möglichkeiten, sie von Energieblockade, die man dann auch beschreiben kann, zum Beispiel als wie eine Last auf den Schultern oder wie ein Schlag in die Magengrube oder ich verstehe es nicht, ich fühle mich da verwirrt, also ich habe keine Klarheit, ich bin durcheinander, das ist wie ein Nebel in meinem Kopf oder wie Hammerschläge auf den Kopf, können auch Kopfschmerzen sein. Also so gibt es auch in unserer Kultur sehr, sehr viele Metaphern dafür, für diese Energieblockaden. Das ist wahnsinnig spannend. Oder dann auch Herzschmerz, das ist genau sowas. Und was gibt's denn noch alles? Ja, einen Frosch im Hals haben, das ist auch was, da sitzt dann die Energie hier fest. Also es geht erstmal nur um die Energie, um die Gefühle. Aber das Spannende ist, es hat eben Auswirkungen auf den Körper. Also wirklich, wie wir uns auch auf den physischen Körper, zum Beispiel ein Freund von mir, der meinte, ich habe schon seit Monaten dieser Schmerz, der sitzt einfach in der Schulter. Und dann mit den Methoden, wo ich dir gleich was drüber erzählen kann, war es dann so, dass innerhalb von ein paar Sekunden und wirklich ein paar Sekunden der Schmerz, den er über Monate hatte, einfach für immer verschwunden war. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Also wir haben nur mit der Energie gearbeitet, nicht mit dem Körper, aber es hatte einen Einfluss auch auf seinen physischen Körper und natürlich auf die Gedanken, die er hatte. Der erste Gedanke war, huch, wo ist denn der jetzt hin? Und konnte es gar nicht glauben, dass er weg war. Genau, zurück zu der Energie. Das heißt, wenn ich dann diese Brücke überqueren will und ich habe aber noch Angst davor, was ich dann mache, ist, mir anzuschauen, wo sitzt denn diese Energieblockade oder wo spüre ich das? Und das ist der Moment, ab dem alles einfacher wird. Weil oft ist es so, vielleicht kennst du es auch, dass wenn du eine Angst hast oder wenn irgendwas sich nicht gut anfühlt, dann ist die Tendenz, dann nicht hinzuschauen, sondern wegzuschauen und das irgendwie zu ignorieren oder beiseite zu schieben. Und in dem Moment, wo man aufhört damit und hinschaut, ab dem Moment wird alles leichter und gerade mit diesen Methoden. Denn was du dann machen kannst, ist, diese Energie ins Fließen zu bringen, wird es in diesem Modell genannt. Ich habe dazu auch ein anderes Video gemacht, wo ich eine Variante der einen Technik davon vorstelle. Ich glaube, es heißt, wie du Angst in Liebe verwandeln kannst. Kannst du mal schauen in meinem Kanal. Und was dadurch passiert ist, dass wir quasi den Staudamm, den emotionalen oder den Energiestaudamm abbauen. Und dadurch beginnt immer und mehr Energie zu fließen. Und da, wo Flow-Zustand ist, da fühlt es sich gut an. Das heißt, dann könnte es sein, falls ich eben Höhenangst hätte, dass diese Angst, die ist ja nur Ausdruck der Energieblockade. Das heißt, Angst ist quasi Stress und da fließt keine Energie. Und Flow-Zustand oder Liebe ist das in diesem Modell, wenn Energie fließt. Das heißt, ich kann dann in kürzester Zeit dahin kommen, dass die Energie von Höhenangst sich transformiert wie eine Raupe zum Schmetterling, weil es ist dann auch keine Raupe mehr. Also Angst ist quasi Raupe, die vielleicht hässlich ist und nicht fliegen kann. Und Schmetterling ist dann die transformierte Angst. Das heißt, die hatten auch meistens ein anderes Wort oder das Gefühl hat ein anderes Wort. Zum Beispiel, ich liebe es, über Brücken zu laufen. Oder eine Faszination für Höhen und Tiefen und Fliegen, was dann plötzlich aufkommt. Und dann bin ich natürlich immer noch vorsichtig. Also es heißt nicht, dass wenn keine Angst da ist, dass ich dann übermütig bin und von der Brücke springe. Sondern
ich bin viel mehr im Kontakt damit. Also statt einem, ich will es gar nicht sehen, ist es ein, oh, das ist ja spannend, wow, da geht es 30 Meter runter, wow, ich habe das noch nie so betrachtet. Das Gleiche ist mit Lernen auch. Das heißt, wenn wir im Einklang mit was sind, also wenn der Fluss da ist, der Energiefluss, das äußert sich ja auch wieder durch Gedanken, dann ist auch Klarheit da. Vielleicht kennst du das auch, wenn du plötzlich eine tolle Idee hast oder was zu Ende geplant hast und diese Gedankenklarheit hast, dass sich das auch gut anfühlt. Dann weißt du, wow, das sind die einzelnen Schritte, das habe ich zu tun und jetzt mache ich das. Aber wenn Unklarheit da ist, dann fühlt sich das oft an. Und das liegt eben daran, an der Wechselseitigkeit von Emotion und Information. Weil eben beides nur Ausdruck von Energie ist. Und das finde ich so faszinierend daran, dass wenn man mit der Energie arbeitet, das sind quasi die 70% des Eisberges, die unter Wasser liegen. Das heißt, die 30% an der Oberfläche sind deine aktuellen Gefühle und deine aktuellen Gedanken. Und wenn man nur die sieht, dann ist es oft kompliziert, weil man gar keine Ahnung hat, so, jetzt bin ich gegen diese 30% Eisberg gefahren und mein Schiff ist kaputt. Ich habe gar keine Ahnung, warum, das war doch so ein kleiner Eisberg. Aber wenn man versteht, was da drunter liegt und wie man damit umgeht, und da gibt es eben sehr, sehr leichte Methoden, dann ist das Leben einfach viel, viel leichter. Und du kannst gerne auch auf meiner Homepage schauen und in meinem YouTube-Kanal. Ich mache dir jetzt noch mehr Videos zu, weil ja, diese Techniken kommen gerade wieder zu mir zurück. Also ich merke auch, bevor ich dieses Video gemacht habe, habe ich auch Anspannung gespürt und hatte nicht diese Klarheit. Und dann habe ich das selbst angewandt und innerhalb von 2 Minuten bin ich in diesen tiefen Entspannungszustand gekommen, sodass ich jetzt auch komplett ohne irgendwas vorbereitet zu haben, halt die innere Klarheit habe, was ich als nächstes sage. Also es ist komplett, ja, das ist in diesem Flow-Zustand sein. Und das finde ich wunderschön. Das ist einfach, das ist eine riesige Befreiung. Und das ist wirklich, mit Hilfe dieser Methoden, ist es wirklich so, wie wenn man ja ein Werkzeug an die Hand bekommt, dass das Leben plötzlich Sinn macht und dass man selbst plötzlich Sinn macht. Und dann ist es nicht mehr ein, naja, ich bin halt so und ich habe keine Ahnung, wie ich es ändern soll und dann kann ich das halt nicht machen, weil es einfach die ganze Zeit Stress bei mir auslöst, sondern so ein, gerade bin ich so. Gerade scheint hier Energie festzustecken. Ach, das ist ja spannend. Was passiert denn? Oder dann, und wenn die da feststeckt, dann habe ich diese Gedanken dazu. Was passiert denn, wenn diese Energie anfängt zu fließen? Und dann kommen auch erst so Einwände oft wieder, aber das geht ja nicht und es war schon immer so und und da kann man wieder schauen, wie fühlt sich das denn an, wenn ich denke, das war ja schon immer so und ich kann es nicht ändern. Und was wäre denn, wenn sich es doch ändern ließe? Und also es ist wirklich ein Wachsen und aus dem kleinen Käfig herauswachsen in das nächstgrößere Selbst. Weil was es dir bringt, ist einfach, dass du mehr und mehr Freiheit bekommst. Also weil du in immer mehr Situationen gehen kannst und dich dabei gut fühlen statt Stress. Zum Beispiel, als ich in Indien war, da war es anfangs echt eine Herausforderung für mich, vor die Tür zu gehen und mir nur was zu essen zu holen, weil einfach alles so komplett neu war und ja, das einfach Angst ausgelöst hat. So, huch, was könnte hier passieren? Ich kenne die Kultur nicht, wie verhalte ich mich? Das heißt, ich hatte auch die Gedanken dazu, als Ausdruck der Energie von, ich weiß nicht, was ich machen soll, Hilfe, wo kriege ich was zu essen, was ist sicher, welches Essen verdirbt mir auch nicht den Magen. Und als ich mich dann mehr und mehr entspannt habe, hat es dazu geführt, dass ich dann auch die Klarheit hatte im Kopf und dass ich einfach mit der Situation umgehen konnte und dann schon gespürt habe, das Essen wird mir nicht gut tun. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich sollte links lang gehen. Oder dass dann die richtigen Menschen auf mich zugekommen sind und mir Informationen gegeben haben, also gesagt haben, da hinten findest du ein ganz tolles Restaurant und das hier rechts würde ich zum Beispiel nicht nehmen. Und das ist wahnsinnig faszinierend. Und ja, da werde ich demnächst, glaube ich, auch mehr... Ui, sehr viel Wind gerade. Also sehr viel Ausdruck von dieser Energie. Dazu werde ich demnächst auch weitere geführte Meditationen aufnehmen, weil das einfach das Einfachste ist, finde ich, um das regelmäßig anzuwenden. Gerade wenn man in dieser Panik ist von, höre ich mir die halt selber einfach gerne an, weil mich dann dieses von außen draufschauende, das kann halt unglaublich befreiend sein. Da werde ich später noch mehr zu erzählen. Das erstmal soweit. Also die Antwort auf, was sind Gefühle, ist Ausdruck von Energie innerhalb dieses Modells. Wie gesagt, es ist ein Modell, aber es funktioniert wahnsinnig gut, inklusive Traumata auflösen, tiefsitzende Ängste. Also es verändert wirklich das gesamte Leben
dadurch, dass man durch eine andere Brille schaut. Du kannst es dir vorstellen, wenn du Energieblockaden oder Ängste in Bezug auf Geld hast zum Beispiel und Geld die ganze Zeit ablehnst, ich lasse es ja nicht an mich ran, und sich das plötzlich löst und du diese Energie durch dich durchfließen lässt und da Flow-Zustand ist, dann ist das ein komplett anderes Leben, weil du dir dann keine Sorgen mehr machst um Geld, weil die Sorgen waren ja nur Ausdruck der Energie, sondern du einfach komplett frei bist und vielleicht das Gefühl hast, ach, das passt schon mit dem Geld, das wird schon kommen. So ähnlich wie du vielleicht das Gefühl gerade in Bezug auf Sonnenschein hast. Ach, Sonne, da brauche ich mir keine Gedanken machen. Ich weiß ja, dass das Wetter wieder gut wird. Das soweit. Und ich freue mich auch zu hören in Form von Kommentaren, was sich jetzt für weitere Fragen daraus ergeben haben. Ob du da weitere Fragen hast, was dich interessiert. Weil ich möchte jetzt ein paar mehr Videos zu machen. Und wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag. Und wie gesagt, kannst du mich gerne abonnieren, den YouTube-Kanal. Kannst auch gerne auf meiner Seite vorbeischauen, da habe ich noch mehr Sachen zu dem Thema demnächst und auch zu Hochsensibilität und auch ein paar kostenlose Webinare, die jetzt langsam entstehen, wo es dann nochmal tiefer um bestimmte Aspekte der Hochsensibilität zum Beispiel geht. Mach's gut und einen schönen Sommer dir.